Hallo zusammen, ich bin der Game Rocker und wenn man das Spiel Far Lone Sails zum ersten Mal spielt, nachdem man es installiert hat, dann taucht man gerade ins Spiel. Also, das Spiel fängt einfach gerade an und es kommt nicht der Bildschirm da, wie jetzt bei mir, sondern man ist direkt im Spiel. Das finde ich ein mega cooles Feature, wo da Schweizer Entwickler von Okomotive.ch eingebaut haben. Und ich werde jetzt eigentlich gar nicht lange rumschwätzen, sondern dir einfach gerade zeigen, wie das geht. Darum, ja, wir machen ein neues Spiel. Far Lone Sails. Übrigens, merci Alexandra von Mixed Vision. Hier mein versprochenes kühle Bier. Cheers! Ah, der mit dem Pharrell Williams lohne ich jetzt weg, weil ich habe irgendwie gefunden, nachdem ich das Spiel schon ein paar Minuten, Stunden gezockt habe, Happy passt nicht ganz zu dem Game. Ich habe mich umentschieden. Ich bin eher für den Eddie Vedder mit dem Song End of Road oder so ähnlich auf dem Soundtrack von Into the Wild. Passt viel besser. Aber ich verzichte auf Singen und ja, vielleicht geht es dir gleich wie mir am Anfang. Du kommst ins Spiel, genau das kommt, wenn du es gestartet hast. Und du fragst dich, ist jetzt das Spiel oder ist das einfach nur ein wunderschöner Startbildschirm? Aber nein, es ist ein Spiel, weil wenn ich nämlich nach rechts drücke, dann bewegt sich da das rote Männchen. Vielleicht ist es auch ein Frauen, ich weiß es gar nicht. Und nach links geht es nicht, dann muss ich halt ein bisschen gumpen mit Space. Hier hat es noch ein Bild, das ich könnte anschauen könnte. Mache ich aber auch nicht. Ich laufe einfach mal weiter und schaue, was die Welt mir da zu bieten hat. Und gerade vorneweg, ich werde das Spiel nicht von A bis Z durchzocken, weil es ist ein Spiel, wo man muss erfahren, der Briefkasten ist einfach gerade runtergefallen. Oder wo man muss selber irgendwie, ja, dahinter kommen, was man und wie man muss machen muss. Ich meine, ich habe es jetzt schon einmal gespielt, ich weiß schon ein bisschen ungefähr, was mich erwartet und warum muss ich den Briefkasten mit rumschleppen. Nach oben geht's. Schau so. Zack, hat es Licht gegeben. Die Tür ist offen und wir gehen wirklich rauf. Da hat es noch ein Bett, da würde ich eigentlich gerne mal schlafen, aber mache ich natürlich auch nicht. Da komme ich nicht weiter. Tja, blöd. Dumm gelaufen. Oder dumm gegangen. Wenn man da wieder rausgeht, hat man eine wunderschöne Aussicht. Ich finde es wahnsinnig schön gezeichnet. Ja, das Spiel ich schon müssen haben. Oder gewusst, ich muss es haben, als ich die ersten Screenshots dazu gesehen habe. Und ab dem Donnerstag, 17. Mai, darfst und kannst dann du das auch spielen. Ah, mit X kann man da ein bisschen näher kommen. Was ist mit C? Gehen wir weiter weg? Mit X kommen wir näher. Okay, da oben hat es noch so eine Lampe. Ich kann mal kicken. Nein. Okay. Wir gehen draußen rum natürlich und der wunderbare Rock haltet uns auf, abzustürzen. Darum laufen wir weiter mit dem Briefkasten in der Hand und schauen, wo der Wegweiser dort einen zeigt. Das Ziel von dem Spiel ist, so weit wie möglich zu kommen. Es gibt ein paar Kniffleien. Schau mal da. Die Vögel. Ja, fast. Hä? Schöne Möwe, hoi und tschüss. Da hinten sieht man noch ein kleines Städtchen. Was dort passiert ist, weiß ich nicht. Vielleicht finden wir sie raus, wenn wir da weiter nach rechts laufen. Aber alles verschwindet im Nebel. Wir versaufen fast im Meer. Zum Glück hat es immer wieder kleine Inseln, die uns über Wasser halten. Darum gehen wir einfach weiter. Hier auf dem Stein hat es auch so schöne Sachen. Wir spielen es mit der Tastatur. Oder ich spiele es mit der Tastatur. Wahrscheinlich könnte man es auch mit dem Gamepad spielen. Weiß ich nicht, ich bin irgendein Gamepadder.
Ich brauche Maus und Tastatur. Und wenn die Maus nichts wert ist, dann brauche ich auch nur die Tastatur. Ja, also, gehen wir jetzt mal hier weiter. Und tada! Wo sind wir denn da? Ja, ich würde sagen, wir hängen hier mal den Briefkasten auf. In einem schönen Gefährt. Ja, da hat es verschiedene Knöpfe, du siehst es. Da vorne hat es einen, den man kann drücken. Dann fängt dort das Rad an zu drehen. Dann hat es hier einen Knopf. Wow, geile Sache. Ein Lift bis nach oben. Dann könnte man hier abstürzen. Wollte ich aber nicht, das hat dort zwar schon einen Leiter, aber ich wollte jetzt dort nicht abstürzen, weil wir wollten ja vielleicht noch anders sehen in diesem Gefährt. Oh, warte. Geh mal noch einen Scheiß rauf. Hier über. Hier siehst du eine Kiste hängen. Zack, da, jetzt habe ich sie angekickt. Die nehmen wir noch schnell weg und hängen sie auch auf. Einfach, ah, warte, aufhängen, habe ich gesagt. Ah, hast du ja okay gelassen, natürlich. Aber wir können sie auch aufhängen. Und es hat hier noch so etwas ganz Spannendes, wo ich lange gebraucht habe, bis ich herausgefunden habe, was das soll. Ja. Ein langer Schlauch hat es auf jeden Fall. Und, oh, jetzt bin ich da gerade noch in einen Stuhl reingelaufen. Mhm. Aber du siehst da unter mir, brauche ich Energie, dass das Gefährt überhaupt mal zum Fahren kommt. Lassen wir mal den Schlauch wieder los. Die Energie holen wir uns da hin, indem wir die Kiste hier zu dem Pfeil hinlegen. Hätte jetzt nicht müssen, aber wir könnten hier mal eins dran schlagen und dann sieht man, oho, 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 wir haben ein bisschen Energie. Und was passiert, wenn ich den Knopf drücke? Right. Wir fahren drauf los. Und wenn man genug lang nach rechts drückt, dann hängt der Knopf hier auch ein. Und hier oben siehst du auch schon den Dampfalarm. Ja, das ist nicht der Steam gemeint, wo man das Spiel drauf kaufen kann. Ich könnte es auch jemand anders kaufen wahrscheinlich. Aber ich muss hier immer wieder den schweren Knopf zum Einrasten bringen, dass es vorwärts geht. Und zwischendurch sollte man vielleicht schauen, dass die Energie nicht ausgeht. Darum nehmen wir uns jetzt hier nochmal so eine Kiste und kicken hier drauf, dass es vorwärts geht. So. Hey, oh nein, drüber. So, komm, gib Gas, gib Gas, gib Gas. Fahr weiter, fahr weiter. So, ist wieder reingehängt. Wenn der rote Balken dort im Dampfkochtopf fest leuchtet, dann fängt es an zu brennen. Oder explodieren. Oder was auch immer. Oh, look, ich muss schon wieder Gas geben. Komm, gib Gas, gib Gas, gib Gas, gib Gas. Und so kommen wir vorwärts, indem wir immer wieder probieren, so Energie zu holen, zu haben. Oh nein, jetzt bin ich runtergefallen, Mist. Ich wollte hier hochwellen. Komm, gib Gas, gib Gas, gib Gas. Ja, 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 das schaffe ich schon noch. Brennt schon nicht ab. Komm, gib Gas, fahr durch das Wasser durch. Was ich noch nie herausgefunden habe, ist, wie man den Karren bremst. Und ich glaube, das ist ein tonnenschweres Gefährt. Komm, gib jetzt Gas da. Oh nein, warte, jetzt halt, nein, stopp, kann ich jetzt den wieder rausnehmen? Nein, nein, ah, warte, da oben vielleicht. Ja, stopp, stopp, stopp. Weil, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, aber da unten hat es Kisten. Schau, ich zeige dir sie noch ein bisschen von näher. Was war das jetzt? X, gell? Ja, siehst du, mit X kann ich da ganz nah hinzoomen. Da muss ich einfach V drücken, dass ich da das Ding kann nehmen kann. Und sieht man mich eigentlich auch mal? Bin ich jetzt ein Mann oder bin ich eine Frau? Egal! Wir tun die Kiste hier hin. Also, besser gesagt, die können wir gerade hier hin. Falsche Taste hier drüber. So, dann gehen wir noch die anderen Kisten holen, weil wir brauchen natürlich die Energie. Wie soll es auch anders sein? Hey, das hat sich ja sogar gereimt. Nice. Okay. Jetzt legen wir aber das hier ab. Ah, warte schnell, ich könnte ja eigentlich auch mal noch von dieser Seite, weil da geht es ja auch noch raus. Das Problem ist einfach, dass ich da nicht hinterher komme. Ich muss dann wieder gleich den anderen Weg nehmen. Blöd. Oh, nein, halt! Mist. Ich will doch zuerst noch die Kisten hier holen. Es ist eine recht düstere Stimmung da. Oh, habe ich es jetzt genommen? Ja, gut. Und ich kann irgendwie gar nicht so düster sein. Wie das Spiel ist. Obwohl ich es ja eigentlich auch bin. Manchmal. Ah, das kickt sich gerade weg. Okay. Warte, nimm es einfach noch einmal auf. Kommt rauf. Und dann hängen wir das jetzt hier auf. Dass es nicht stört. Und weißt du was, das machen wir mit dem auch gerade. So. So, genau.
Und die letzte Kiste dort holen wir uns auch noch. Und dann laden wir wieder ein bisschen Energie rein. Und wo ist jetzt die Kiste? Ah, da. Okay, ah, warte, ich kann ja da jetzt. Zack. So, komm runter. Ja, sehr schön. Gut. Also, eins rauf und über. Und wir lassen mal die Kiste hier fallen und gehen wieder Schub. Ja, zu dieser düsteren Energie, wie soll ich dem sagen? Umgebung, was da hat in dem Spiel. Vielleicht noch etwas. Der Sound ist recht cool, wenn man fährt. Und er wird auch schneller, wenn man schnell fährt. Ist auch recht cool gemacht. Oben rechts siehst du noch mein Bett. Oh, ey, ich habe vergessen, Gas zu geben. Dann stellt nämlich auch den Sound ab, wenn man da plötzlich nicht vorwärts kommt. Das ist eben auch noch so etwas Lustiges. Das finde ich wirklich gut überlegt. Komm, das muss doch länger. Ah, Mist. Also komm, machen wir es halt so. Komm. So, nein, musst gar nicht dran denken, rauszukommen. Wir steamen hier noch ein bisschen steamen, den Berg auf. Aber eigentlich, was wollte ich sagen? Am liebsten hätte ich das Spiel kommentarlos gemacht. So. Ohne Wort. Oh nein, warte. Da. Müssen wir schnell halten. Aber wir fahren noch schnell ein bisschen. Wir fahren. Jetzt stopp. Bleib stehen. Hoffentlich fallst du mir jetzt dort nicht oben runter. CV, so. Okay. Nein, schon wieder falsch. So, dann tun wir das auch mal noch schnell gerade mitnehmen. Alles, was Energie ist, brauche ich. Ich muss ja schließlich vorwärts kommen. Und ich wollte schließlich auch vorwärts kommen. Ich wollte ja auch wissen, wo das ich gelandet bin. In dieser Welt. Und warum das Ganze so düster ist. Aber eigentlich kann ich ja sagen, weil es so düster ist, hätte ich es am liebsten kommentarlos gemacht. Ich wäre aber nicht der Game Rocker, wenn ich es kommentarlos würde machen. Vor allem nicht bei so einem guten Spiel. Also gut. Natürlich ist es Geschmackssache, aber wer gerne puzzelt. Oh, jetzt habe ich da aus Versehen dort den Dampfkochtopf angerührt. Wer gerne ein bisschen puzzelt und ein bisschen Jump'n'Run, der ist sehr gut bedient hier. Jetzt muss ich schnell schauen, wie ich das hier am besten mache. So, he? Gut, da kommt es auch schon wieder. Komm, gib Gas. Gar nicht aushängen lassen. Wir warten jetzt hier wieder, bis es ein bisschen rot wird. Ich weiß gar nicht, ob ich dir zeigen soll, was passiert oder wie es ist, wenn es hier anfängt zu brennen. Grundsätzlich wäre es schon noch lustig, gell? Ich weiss. Aber ich nehme irgendwie das Spiel zu ernst. Oh, warte, schau. Weißt du was? Wir tun das mal gerade zwei rein. Ja, aber den hier will ich nicht rein tun. Kommt jetzt hier rauf, ja. Oh. Jetzt fahre ich gerade wieder runter, rückwärts, weil ich zu wenig Power habe. Komm, gib Gas. Wir wollen vorwärts. Wir wollen rauf vor allem. Komm jetzt. Ja, schalt ein. Gib Gas, habe ich gesagt. So läuft das. Habe ich schon gesagt, oben rechts dort ist mein Bett mit einer Lampe. Nein, du musst gar nicht ausklinken. Geh jetzt einfach gerade wieder weiter rein. So. Wir haben noch genügend Energie. Du kommst da schon den Hocker rauf. Das schwere. Tonnenschwere. Mobile Fahrzeug. Magst du schon? Oh, warte, geht es jetzt drücken, dann hier wieder drücken, dass es abgeht. Und so kommt man immer ein bisschen weiter und ein bisschen fort, bis man an ein Hindernis kommt. Natürlich. Das Hindernis kommt dann irgendwann. Ich weiß gar nicht, ich habe gar nicht geschaut. Wahrscheinlich habe ich jetzt irgendwie wieder etwas verpasst zum Mitnehmen oder so, weil mit uns habe ich schon wieder keine Energie. Ah ja, schau da, wie ich es gesagt habe. Wie ich es vorausgehend hat. Also bleib schnell stehen. Ist okay. Warte. Müssen wir jetzt den Dampf abladen? Nein, schau, er geht automatisch retour. Cool. Okay. Aber wir nehmen dann auch die Kiste mit zum Verbrennen. Man kann dann auch übrigens noch anderes Zeugs verbrennen. Man muss nicht immer nur die Kisten verbrennen. Weißt du, machen wir die gerade 2-3. So. Dann haben wir auch wieder ein bisschen Power. Und können Gas geben. Soll ich schliesslich, wie gesagt, vorwärts gehen in dieser Geschichte. Und falls die das rote, ich nenne es jetzt Männli, will nicht frauenfeindlich sein, aber für mich ist es einfach ein Männli. Falls du ein ähnliches Männli kennst, in Gelb, das Game-Stübli, beziehungsweise
Ski-Stübli hat auch mal ein Let's Play dazu gemacht von so einem Männchen. Das ist jetzt zwar eher ein im Horror-Segment tätig, also Genre-tätig. Oh, warte, da geht es glaube ich gar nicht weiter. Warte. Nein, du kannst einfach Gas geben. Komm, gib Gas. Ist schon gut. Aber da müssen wir eben schnell Alt haben, weil wir brauchen etwas. Da ist etwas ganz Bestimmtes. Oh! Oh, verdammt. Hocken geblieben. So, jetzt mitten im Nirgendwo. Und darum. Danke vielmals, dass du hier dabei warst. Und ich hoffe, du bist es dann in der nächsten Folge auch wieder. In diesem Sinn. Cheers.